Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, das waren ja wirklich wunderbare Beiträge. Vor allem war es sehr interessant zu hören, dass natürlich dieser Antrag von den Grünen nur deshalb abgelehnt wird, weil er so zwar gut gemeint, aber unglaublich schlecht gemacht ist. Ansonsten hätten sie dem ja mit Sicherheit zugestimmt. Und es wäre natürlich ein leichtes gewesen, den Antrag mit einem Änderungsantrag so umzuformulieren, dass er dann eine Aufforderung an den Oberbürgermeister beinhaltet, das doch bitte sehr umzusetzen. Sehr aufschlussreich fand ich den Redebeitrag von Herrn Gröhling. Ich habe mich da gefragt, ist das jetzt jemand von der SPD oder von der CDU oder wahrscheinlich hauptsächlich vom ADAC? Natürlich wollen wir den Anteil des Automobilverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen der Stadt zurückfahren. Das ist auch dringend notwendig aus klimaschutzpolitischen Gründen. Und wer das noch nicht erkannt hat, diese Notwendigkeit, der lebt doch wohl wirklich offensichtlich noch in den 1950er Jahren. Es tut mir leid, das kann ich nicht anders ausdrücken. Und auch wenn ich höre, dass die Raserei an den Hauptausfallstraßen angeblich zurückgegangen sei. Also tut mir leid, gerade die holländische Straße ist eine Raserstrecke, die als Wohnumfeld nicht nur laut und schmutzig, sondern stellenweise tatsächlich lebensgefährlich ist. Und momentan lässt die Stadt noch nicht einmal ein ernsthaftes Interesse daran erkennen, dort überhaupt die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Stundenkilometer durchzusetzen. Und dafür wäre dann in der Tat mindestens die Installation einer stationären Blitzeranlage erforderlich. Übrigens interessant, dass gerade diejenigen, deren Oberbürgermeister gerne die obere Königstraße flächendeckend Video überwachen wollen, bei der Installation von Blitzeranlagen plötzlich vom Überwachungsstaat reden. Das ist eine ganz interessante Argumentation. Wir begrüßen natürlich den Beschluss des Ortsbeirats Rothen-Dittmold und ebenso den auch von Nordholland, das vor allem im Rahmen des Lärmaktionsplans, das betrifft Nordholland, und in Rothen-Dittmold ging es um die Sicherheit, um die Valentin-Traut-Schule, dort die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Wir begrüßen auch, dass die Stadt Kassel tatsächlich das in einem ersten Schritt dann vor der Valentin-Traut-Schule sowie vor weiteren vier Schulen so durchgeführt hat. Das ist ein richtiger Schritt, ein erster Schritt in die richtige Richtung, mit dem wohl in erster Linie auf den wachsenden Druck reagiert wurde. Aber interessanterweise blieb die Karl-Anton-Henschel-Schule davon ausgenommen. Und ich frage mich, warum gerade eine der größten Grundschulen in Hessen von dieser Regelung ausgenommen wurde. Das können wir so nicht hinnehmen. Insofern sehen wir unseren Antrag natürlich auch als eine Gelegenheit, diese Fragen hier zu diskutieren und natürlich auch zur Kenntlichkeit zu bringen, wie hier eigentlich diese Magistratskoalition tickt. Das ist, glaube ich, bereits jetzt gelungen. Danke.